die Eingangshalle. Der Kindergarten verfügt über drei Zugänge an der Nordwestfassade des Gebäudes. Über den Haupteingang gelangt man durch einen Windfang in die zentrale Eingangshalle des Kindergartens. Ein heller, gut belichteter Raum mit direktem Blick durch den Speisesaal in den Garten. Die zwei Seiteneingänge waren für das Personal gedacht. Auch das Arztzimmer verfügte über einen eigenen Ein- bzw. Ausgang. Hierdurch konnten Kinder mit ansteckenden Krankheiten von ihren Eltern abgeholt werden, ohne andere Kinder zu gefährden. Zu beiden Seiten finden sich die Personalräume und jeweils ein langgestreckter Gang, über den die Gruppenräume erschlossen werden. Besonders im Eingangsbereich befinden sich zahlreiche Innenfenster, die für Transparenz, eine optische Erweiterung des Raums und viel Licht sorgen. Auch die Übersichtlichkeit im Gebäude spielt eine wichtige Rolle. So konnten die Kindergärtner und Gärtnerinnen ihre Gruppe immer im Blick behalten. Es war ihr ein großes Anliegen, ein Haus der Kinder zu entwerfen, sowohl was den Maßstab und die Farbgebung als auch die Architektur betraf. Zur Orientierung der Kinder dienen beispielsweise farblich und symbolisch gekennzeichnete Türen, Handtuchhalter und Garderobenplätze. Der Architekt muss wissen, welche Größen für das Kind optisch fassbar und überschaubar sind, welche Höhen es bedrücken und welche den Raum die wohnliche Atmosphäre nehmen. So überlegte sich Margarete Schütte-Lihotzky, genau wie hoch die Brüstung der Fenster sein sollte. Wie oft sieht man Kindergärten, in denen zum Beispiel die Brüstungshöhe die Unterkante des Fensters 80 cm über dem Fußboden liegt, sodass das Kind, dessen Augenhöhe ja viel niedriger ist als die eines Erwachsenen, nicht mehr ins Freie sieht, im Zimmer also keine Verbindung mehr mit der Außenwelt, mit dem Garten und der freien Natur hat. Diese Verbindung ist aber von großer pädagogischer, psychologischer und auch ästhetischer Bedeutung. Denn das Kind fühlt sich, wenn es nicht hinaussehen kann, gefangen wie ein Erwachsener in einem Gefängnis, in dem die Fenster über seiner Augenhöhe liegen. Um auch die Zugehörigkeit zur Gruppe und den Gemeinschaftssinn zu stärken, wurden die Kinder einer von vier farblich gekennzeichneten Gruppen zugeteilt. Eine davon bildete die grüne Fischgruppe, deren Aufgabe es war, die Fische in der Eingangshalle zu füttern. Daneben standen Vogelkäfige, um die sich eine andere Gruppe kümmerte, und eine weitere pflegte die Blumenbeete beim Eingang und im Garten des Gebäudes.